Moin Moin und willkommen zurück zu Planet Alpha. Wir befinden uns gerade auf der Flucht vor einem riesen, einer riesen merkwürdigen Kugel, der wir schon die Arme mal abgehackt haben. Und ja, ist immer noch hinter uns her, wie man sieht. War schnell zu laufen. Was ist, wenn ich gleich platt macht? Oh, schade, ich dachte, ich könnte reinspringen. Och, ich bin auf drei Kugeln hinter mir. Dann muss ich wahrscheinlich die den guten Mann treffen. Und aufpassen, dass ich hoffentlich mehr herkommen. Okay. Doch nicht. Ich dachte, ich hätte gedacht, die Kugeln müssten ihn treffen. Nein, müssen. Würde Sinn machen für mich. Okay. Das war doch. Ach toll. Zumindest haben wir den Großen mal zerstört jetzt. Oh, wir müssen glaube ich auch abhauen hier, weil in der Lage. Okay, ganz schnell. Ja, leg dich nicht mit einigen mich an. Gut. Gut. Humpeln wieder. So wie zu Beginn des Spiels. Genauso wie zu Beginn des Spiels sieht das hier auch aus. Ja, aber es ist einfach wieder jetzt. Haha, das ist ja witzig. Ich dachte jetzt mal ganz im Ernst, könnte euch jetzt noch irgendwie was zeigen in diesem Let's Play. Läuft jetzt gerade mal knapp 3 Minuten das Let's Play und man muss sagen, das Spiel ist zu Ende. Das heißt, ich wollte euch eigentlich diesen Bosskampf wollte ich aufsparen, damit wir den zusammen machen können. Wie man sieht, war dieser Bosskampf billig. Ziemlich billig. Natürlich hat man gegen den die ganze Zeit gekämpft, aber jetzt am Ende hin war es auch sehr, sehr, sehr langweilig. Ja, was soll man da so machen? Aber ansonsten muss ich sagen, hat mich das Spiel trotzdem ganz gut unterhalten. War immer ein bisschen abwechslungsreich, teilweise immer die gleichen Sachen, aber für ein Spiel für 10 Euro ist es vollkommen okay. Weiß immer noch nicht, worum es geht, aber wie man sieht, genau an dem Punkt, wo wir auch fast gestartet haben, glaube ich. Ähnlich sah es zumindest am Anfang aus. Man könnte jetzt Y drücken, dann kann man neu starten. Ob wir das jetzt machen sollen oder nicht, keine Ahnung. Natürlich lustig, wenn ich das jetzt hier hochlade, dass es dann vielleicht maximal 5 Minuten geht. Aber was soll man noch groß sagen? Wollt ihr meine Meinung zu dem Spiel? Würde ich es nochmal kaufen? Nein, ich würde es definitiv nicht nochmal kaufen, für keine andere Konsole. Dafür war zu wenig Mehrwert. Ist auch kein Wiederspielwert für mich. Das fehlt sowieso bei der Switch, muss ich sagen. So, eine Herausforderung schaffen kann und ja, Sachen gewinnen kann, wie Verdienste oder Belohnungen, ne? Das fehlt so ein bisschen allgemein bei der Switch. Aber sonst muss ich sagen, wenn man das Spiel gar nicht kennt, man kann es ausprobieren, allerdings weiß ich nicht, ob man unbedingt 10 Tacken dafür bezahlen muss. Eventuell einfach mal warten, bis das mal im Angebot ist für 3 oder 4 oder 5 Euro. Dann würde ich es machen, weil ein bisschen, wie man gesehen hat, so oft wie ich gestorben bin, ein bisschen herausfordernd. Oder man könnte auch sagen, so oft wie du gestorben bist, Schanzen, spielst du einfach nur Scheiße. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Aber man muss auch sagen, man springt auch viel ins Leere. Also man teilweise in der Ecke, da muss man einfach probieren, wenn auch so klappt. Ja. Wie gesagt, das Spiel ist durch und wir können mal drücken auf Y, was passiert denn? Dann fangen wir mich direkt wieder hier an. Eigentlich gibt es jetzt wieder eine mehrere Versionen. Weiß es nicht, aber genau so ist das Spiel ja auch gestartet, wie ihr euch erinnern könnt.
Keinen Sinn. Ja, mit diesem Sinne verabschiede ich mich. Danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play wieder dabei. Hier vorab kann ich schon mal sagen, im Oktober kommen auf jeden Fall einige Highlights. Mein absolutes Spiel, auf das ich warte, ist natürlich Dark Souls, aber es wird auf jeden Fall Starlink geholt, weil wir Fox bei Cloud spielen können und das war mal eins meiner Lieblingsspiele. Star Fox, das werde ich definitiv zum Verkaufsstart hier testen und spielen. Ist ein bisschen teurer, kostet knapp 80 Euro, aber das ist es mir wert. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Oh, da fahre ich mal kurz runter. Zack. Wie gesagt, alles wieder am Anfang und tschüss.